Freunde der bunten Klemmbausteine, herzlich willkommen zum Lego Starter Date 54 hier auf meinem Kanal. Ich bin der Einstein-Sally und heute werden wir das Gebäude fertig machen, was wir im letzten Starter Date angefangen haben, nämlich die Bäckerei. Die bekommt heute noch zwei weitere Stockwerke, damit wir dann diesen gesamten Häuserblock hier vom Innenstadtzentrum dann abschließen können und dann auch weitermachen können hier an der Stadt. Vorab möchte ich mich auf jeden Fall nochmal für die zahlreichen Kommentare unter dem letzten Video bedanken. Echt krass, was ihr da wirklich leistet an Kommentaren. Und ich habe natürlich auch wie immer eure Ideen und Tipps und Anregungen hier umgesetzt und eingebaut. Da hattet ihr dann auch fleißig geschrieben, dass man hier noch ein paar Verbesserungen an der Bäckerei vornehmen könnte. Und der ein oder andere wird es natürlich schon sehen. Ich habe das natürlich hier gemacht. Und zwar hier vorne habe ich mehr Schaufenster eingebaut und das Ganze auch gleich genutzt, um natürlich auch ein paar Gebäckstücke hier auszustellen. In drinnen hat sich nicht viel verändert, da ist alles so geblieben, wie es ist. Aber hier sind noch deutlich mehr Fenster dazugekommen. Die Idee mit den Schaufenstern hier vorne hat mir bei der Bäckerei so gut gefallen, dass ich das jetzt hier bei dem Lego Store auch noch gemacht habe. Ich habe den Eingangsbereich jetzt hier noch so umgebaut, dass jetzt hier noch mehr Glasscheiben mit drin sind. So kann man in den Lego Store noch viel besser reinblicken und noch viele kleine Details mehr entdecken. Deswegen vielen lieben Dank auch für die Kommentare und die Ideen. Das hat mich auf jeden Fall sehr überzeugt, das mit so umzusetzen. Oh, was war denn das? Na gut, egal. Wir machen weiter, indem wir jetzt hier das Gebäude mit der Bäckerei fertig bauen und den gesamten Häuserblock abschließen. Let's go! Die erste Etage ist nun draufgekommen und ich habe mich hier für eine tanfarbige Wohnung entschieden, damit dann man hier auch einen guten Kontrast bekommt zu dem Reddish Brown und dem Schwarz unter der Bäckerei halt. Und an sich haben wir hier hauptsächlich eine kleine Wohnung, naja, Wohnung in Anführungsstriche gesetzt, denn wir haben hier eigentlich nur ein Sofa mit einer Schreibtischlampe, einem Regal und da oben noch einem Fernseher und hier steht noch eine kleine Blume. Einen kleinen Balkon haben wir hier auch noch. Wir haben auch hier hinten noch ein paar Technikpins, die haben eine bestimmte Bedeutung, da werden wir uns gleich darum kümmern. Und vorab natürlich können wir hier den Treppenaufgang von der Gasse aus nach oben kommen, können dann rechts in die eine Wohnung gehen und links in dem Fall in die andere. Deswegen machen wir auch sofort weiter, indem wir die nächste Etage hier drauf bauen. Let's go! Thank you.
und damit sind wir auch mit der nächsten Etage fertig. Hier unten habe ich jetzt eine Markise dran gesetzt. Dafür waren die Technik-Pins, die wir vorhin gesehen hatten, dafür zuständig. Und hier oben haben wir jetzt eine neue Wohnung. Und zwar nicht nur irgendeine Wohnung, sondern von jemand ganz Bestimmten. Und zwar nämlich von, ja, Spider-Man tatsächlich. Deswegen auch hier hinten die Kartons, wo draufsteht Peters Stuff, also Peters Stoff oder irgendwie sowas. Ich kann kein Englisch, ihr wisst es gar nicht, besser als ich. Und ich habe mir hier was Lustiges einfallen lassen, nämlich habe ich hier Spider-Man auf einem roten Laufband draufgesetzt. Der muss natürlich auch ein bisschen Sport machen und sich ein bisschen, ja, aktiv bewegen, weil der schwingt ja sonst immer nur durch die Gegend. Hier hat er auf jeden Fall auch mal ein bisschen was zu laufen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man hier oben in die Etage? Naja, ganz einfach, hier gibt es keine Treppe oder eine Leiter, die nach oben führt. Die Antwort ist also relativ auf der Hand liegend. Spider-Man schwingt sich einfach durch die Gegend und landet dann hier vorne auf dem Balkon. So, und dann ist er in seiner Wohnung. Ganz einfach. Jetzt hauen wir noch das Dach drauf und dann sehen wir uns gleich wieder. Das Dach baue ich diesmal nicht in einem Speedbuild auf, sondern das zeige ich euch einmal ganz kurz. So sieht die Vorderseite des Daches aus. Ich muss ja so ein bisschen den asiatischen Stil hier noch weiter fortführen, denn das ganze Innenstadtzentrum soll ja Anlehnung an Tokio bekommen. Deswegen habe ich mich hier so ein bisschen an dem hier orientiert. Überall fehlen ja noch so ein paar Bricks drauf. Die muss ich noch nachbestellen. Da sind mir die Teile hier ausgegangen. Das Dach hat hier vorne einen Blumenkasten. Das setzen wir dann in dem Fall hier drauf. Und kommen dann noch so zu ein bisschen Einrichtungen. Da haben wir hier zum Beispiel noch einen Tisch. Und natürlich, weil es sich hierbei um eine Bäckerei handelt, darf natürlich auch hier oben auf dem Dach nicht das Gebäck vergessen werden. Eine kleine Bank zum Sitzen darf auch nicht fehlen. Dann hier noch einen Schirm. Und zu guter Letzt nochmal hier einen Stehtisch, wo noch mal ein bisschen Gebäck draufsteht. Ja, und dann haben wir hier oben eine kleine, ja, ich sag mal, Terrasse, wo ein bisschen Partystimmung ist. Natürlich fehlen noch die Minifiguren. Die muss ich mir noch zusammensuchen und zusammenklemmen. Ich glaube, Spider-Man braucht ja definitiv noch ein paar Freunde, die hier oben noch ein bisschen feiern können. Mal gucken, wen wir da noch so finden. Und dann passt das auf jeden Fall hier an der Stelle. Also ich muss schon sagen, das sieht schon wirklich extrem cool aus. Wir haben jetzt nicht nur das Gebäude abgeschlossen, sondern haben diesen gesamten Häuserblock jetzt hier wirklich komplett fertig. Wir haben jetzt hier insgesamt 4 Gebäude auf engstem Raum zusammengeschustert. Natürlich sind auch dementsprechend die Gebäude nicht besonders groß. Das hattet ihr ja in den Kommentaren auch geschrieben, warum die denn so klein sind. Naja, der Platz reicht halt einfach nicht aus. Aber wir haben hier auf jeden Fall 4 Gebäude jetzt hinbekommen. Wir haben hier unten natürlich die Bäckerei, daneben den Lego-Store. Und viele Wohnungen haben wir jetzt hier runterbekommen, wo natürlich auch einige wohnen werden, wie zum Beispiel Spider-Man. Auf der anderen Seite haben wir dann die 2 Gebäude, wo man in den unteren Etagen auf jeden Fall auch etwas essen kann. Wir haben nicht zu vergessen hier natürlich auch die Gasse, womit man dann zu dem Treppenhaus hier hinten kommt, um dann in das tanfarbige Gebäude zu kommen. Dieses Kaffee-Ding hier, das habe ich dem Lego Creator Set entnommen. Ich weiß die Nummer gerade gar nicht, die kann ich euch hier unten mal einblenden. Das habe ich hier zusammengesetzt, weil das ganze Gebäude ist ja auch eine Bäckerei und da bekommt man ja auch unten in der Bäckerei Kaffee. Deswegen habe ich das hier oben dran gesetzt und natürlich hier oben nicht zu vergessen die Dachterrasse. Ja, und damit ist der Häuserblock nun hier abgeschlossen. Wir haben natürlich noch 2 Flächen übrig, die wir noch bebauen können. Hier hinten haben wir ja schon angefangen mit dem Lego Supermarkt. Der wird natürlich noch ausgebaut werden. Und bekommt natürlich auch noch mehrere Stockwerke, denn das Ganze soll ja auch ein Kaufhaus werden. Damit werden wir uns aber in den nächsten Stadt-Updates drum kümmern. Dafür muss ich auf jeden Fall auch die Teile noch nachbestellen. Aber dieser Häuserblock ist jetzt wirklich abgeschlossen und ich finde das Gebäude, was wir heute gebaut haben, wirklich mega cool. Ich finde sogar von allen 4 jetzt hier das coolste. Und wenn euch das auch gefällt, dann lasst dem Video doch gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Hier oben findet ihr das letzte Stadtupdate, da haben wir nämlich die Bäckerei gebaut. Hier unten findet ihr die gesamte Stadtupdate-Playlist und hier links könnt ihr mich, wenn ihr das noch nicht getan habt, kostenlos abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video, bleibt also dran, bis dann, euer Einstein-Sally.